Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mir ging es ganz ähnlich wie dem Kollegen Vogt, als ich den Antrag der FDP-Fraktion sah. Da dachte ich, guck an, da ist er, der Entschließungsantrag zur Regierungserklärung, den Sie damals vergessen haben auszudrucken. Anders kann ich mir das nicht erklären. Da sind ein paar digitalpolitische Versatzstücke drin, was man sich halt bei der FDP irgendwie so mal zum Internet ausgedacht hat. Da steht drin, irgendwie was mit Breitband machen. Da steht drin, irgendwie ein bisschen digitale Wirtschaft unterstützen. Freifunk ist jetzt nach 2,5 Monaten auch nicht mehr so verkehrt. Und ja, irgendwas mit Schule muss natürlich in jedem Antrag stehen. Wenn das Ihre Digitalstrategie sein soll, lieber Kollege Hafke, dann haben wir es da mit einer Luftnummer zu tun, die selbst für liberale Verhältnisse beeindruckend wenig Substanz hat. Wenn das aber eine digitalpolitische Generalabrechnung sein soll, und so haben Sie es versucht zu intonieren, dann haben Sie einen gewaltigen Rohrkrepierer kreiert. Dann schauen wir uns das mal gemeinsam durch, was Sie da vorgelegt haben. Strategie für die digitale Wirtschaft hat der Wirtschaftsminister im Juni vorgelegt. Digitale Bildung hat die Bildungsministerin, die Schulministerin letzten Freitag eine Pressekonferenz zugegeben. Medienpass, Programmieren in der Grundschule, digitale Schulbücher, Arbeitsplattform Logineo, Lehrerfortbildung, Investitionsprogramm, NRW-Bank sind da die Stichworte. Die Ministerin wird Ihnen das bei Interesse mit Sicherheit gerne noch etwas ausführlicher erzählen und erklären. Breitband, da sind wir auf dem Weg, da sind wir noch nicht am Ziel. Völlig klar. Aber machen Sie doch bitte schön mal einen substanziellen Vorschlag, der über das hinausgeht, was in diesem Antrag drinsteht. Da steht drin, wir machen uns die EFRE-Welt, wie sie uns gefällt. Das ist ein Drops, der ist seit 1,5 Jahren gelutscht. Und während Sie hier ein längst erledigtes Fass wieder aufmachen wollen, arbeitet diese Regierung, arbeitet diese Koalition daran, dass es tatsächlich bis 2018 die 50 Mbit-Versorgung für alle im Land gibt und dass wir auch deutlich darüber hinauskommen werden, perspektivisch. Dafür haben wir die MIKUS-Studie, dafür beraten wir am runden Tisch Breitband. Da soll Ende September die Strategie am runden Tisch diskutiert werden. Und ich will beim Breitband auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Verantwortlichkeiten klar benennen. Zuallererst, und da muss man in diesem Kontext, glaube ich, auch gerne mal dran erinnern, sind in einem liberalisierten Markt die Anbieter in der Verantwortung, die Hauptlast des Ausbaus zu tragen. Aber wir nutzen die Möglichkeiten, die wir haben, durch intelligente Zuschüsse, durch intelligente Impulse zu setzen, zum Beispiel durch die Erlöse aus der digitalen Dividende, zum Beispiel über das Kommunalinvestitionsfördergesetz. Da setzen wir intelligente Impulse und ich bleibe auch dabei, der Bund muss da endlich seine Verantwortung ernst nehmen, die er für das Generationenprojekt Breitbandausbau hat. Mit einem echten Förderprogramm, mit einem klugen Regulierungsrahmen. Liebe Kollegen von der FDP, gerade diesen klugen Regulierungsrahmen, den hat Ihr Philipp Rösler vergeigt. Er hat die Netzneutralität nicht abgesichert, er hat einen vernünftigen Infrastrukturatlas über das TKG verhindert und er hat bis zuletzt, bis Sie abgewählt wurden und aus dem Bundestag geflogen sind, haben Sie dort gewartet, dass die unsichtbare Hand des Marktes den Spaten in die Hand nimmt und die Glasfasern verbuddelt. Das ist Ihre Bilanz und ich bin froh, dass das nicht unsere Bilanz ist. So, jetzt haben wir eben was zu Freifunk schon gehört. Sie haben im Juni-Plenum einen wirklich peinlichen Auftritt gehabt als FDP. Mir ist nur noch die Erotik des Freifunks in Erinnerung. Das schienen Sie aber so überfordert zu haben, dass Sie unserem Antrag an der Stelle nicht folgen konnten. Und dass Sie sich jetzt hier zu den Freifunk-Apologeten aufspielen, das ist schon wirklich bizarr. Ich bin froh, dass es in Nordrhein-Westfalen so viele engagierte Freifunkerinnen und Freifunker gibt. Und die wissen seit dem letzten Plenum, wo sie die Unterstützung haben, nämlich bei den Kollegen aus der Piratenfraktion und bei der Koalition. Und zum Abschluss kommt dann noch, das fand ich besonders spannend an Ihrem Antrag, zum Abschluss kommt dann noch Ihr Beitrag zur Digitalisierung der Demokratie. Das ist jetzt allen Ernstes der Internetausschuss. Wow. Digitalisierung der Demokratie. Daran arbeiten wir seit
wir die Regierung übernommen haben, 2010. Gucken Sie sich mal Open NRW an. Gucken Sie sich die Beteiligungsformate an. Gucken Sie sich das Open Data Portal an. Da haben wir im Januar versprochen, im März kommt dieses Portal. Wann ist es an den Start gegangen? Genau am 16. März. Das haben wir versprochen, das haben wir gehalten. Das E-Government-Gesetz ist einer umfangreichen Konsultation unterzogen worden, ist in der Verbändeanhörung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was Sie heute vorgelegt haben, das ist ein Rohrkrepierer, ein gewaltiger. Ihr Antrag wird von der Überweisung nicht besser, aber vielleicht lernen Sie noch das eine oder andere über Digitalpolitik. Vielen Dank.